Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Wir sind uns eigentlich gerade dabei, eine neue Rüstung zu schmieden und wir waren beim letzten Mal nicht so ganz sicher, was ich nehmen soll von der Alpha- und von der Beta-Rüstung. Weil das Ding ist nämlich, die Alpha-Rüstung bringt von sich aus mehr Skills mit und die Beta-Rüstung bringt von diesen Skills ein bisschen was weniger mit, aber dafür mehr Sockel. Und ich dachte eigentlich, auf der Alpha-Rüstung wäre auch irgendwo ein 4-Slot-Sockel drauf. Ist es aber nicht, hatte ich mich vertan, nur auf der Beta-Rüstung. Und ich brauche diesen 4-Slot-Sockel, um mein 4er-Juwel einzusetzen. Das da ist kritischer Blick, zumindest vom Skill her, kritischer Blick plus 4. Damit kriege ich ihn auf jeden Fall gemaxt auf plus 7. Und ich brauche noch nicht mal alle vom kritischen Blick, die hier auf der normalen Alpha-Rüstung drauf sind. Weil hier sind, glaube ich, insgesamt 5 Stück drauf. Hier sind 2-mal drauf. Einmal ist 3. Nochmal 2-mal ist 5, genau, und plus 4 wären 9, es geht halt maximal 7. Das heißt, ich kann mir an irgendeiner Stelle den kritischen Blick sparen und auf jedem Rüstungsteil, wenn ich auf das Beta-Teil wechsle, ist es halt einmal kritischer Blick weniger, da wo kritischer Blick drauf ist, also hier, hier und hier. Deswegen ist es relativ egal, ich kann mir... Minus 2 sind 3 plus 4 sind 7. Ich kann mir 2 Alpha-Teile sparen. Kritischer Blick und zwar diese hier. Daraus kann ich Beta-Teile machen. Und es ist immer noch alles fein, weil hier ist ja nur der kritische Blick weniger jeweils. Ne, genau, den anderen Skill behalte ich. Der ist zwar auch nicht immer unbedingt doll, aber ich nehme halt mit, was geht. Und deswegen mache ich die Handschuhe noch als Alpha-Ausfertigung und die beiden anderen Teile als Beta-Ausfertigung. Ja, die Animation hier können wir uns sparen. Ja, so, jetzt kann ich auch schon nichts mehr herstellen, weil mir noch Kuluyaku-Balge fehlen, 2 Stück. Und die werde ich mir diese Folge noch farmen müssen. Also 3 fehlen mir insgesamt. Was ich auf jeden Fall schon mal machen kann, was ich vorhin auch nicht gemacht habe, ist Dekorationen anbringen. Und zwar an meine alle aktuelle Rüstung. Boah, habe ich einiges an Slots frei. Ich werde es erstmal weitestgehend mit Angriffsjuwelen vollpacken, sprich mehr Angriff. Na, wo ist es? Hier ist noch eins. Jetzt habe ich noch einen 2er-Slot frei. Gewährt Schutz gegen Erschütterung. Ach, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Weil die Erschütterungen nerven schon. Negiert leichte Erderschütterungen und reduziert die Wirkung von schweren Erderschütterungen. Ach nee, das Aufweichjuwel wollte ich eigentlich nehmen. Erhöht die Affinität für Angriffe auf Schwachpunkte um 15% plus weitere 15% auf verwundete Teile. Genau, das, da wird die Schleuder nämlich nochmal interessant, weil das wirkt auch auf die verwundeten Teile, die ich durch die Schleuder quasi geschwächt habe. Ich glaube, noch ein Angriffsjuwel habe ich nicht. Drachenkraft. Ne. Verlängerte Unverwundbarkeit beim Ausweichen und verringerte Ausdauerabnahme, wenn aktiviert. Ja, da müsste ich für so ein One-Slot-Juwel. Oder ich mache mir noch ein Angriffsjuwel. Ich glaube, das Angriffsjuwel. Genau, da gibt es auch ziemlich viele Stufen von. Dann gehen wir nochmal eben zu Verschmelzia und basteln uns noch so ein Angriffsjuwel. Wo war denn Verschmelzia nochmal? Oh Gott, ich kann mich hier noch so absolut nicht aus in diesem neuen Ort. Ach ja, doch, hier unten steht sie rum. Komm. Hast du was zum Verschmelzen? Macht sie überhaupt Angriffsjuwelen? Ah ne, sie macht gar keine Angriffsjuwelen. Kacke. Ja, dann hau ich mir jetzt irgendwas da rein, was ich habe. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich bei ihr alles freigespielt habe. Ich meine nämlich irgendwie nicht. So, Dekoration anbringen, alle ausrüsten. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal in Ruhe angucken. Was hier eventuell Sinn macht noch für so einen einer Slot. Betäubung. Verringert die Betäubung um 60%? Ist eigentlich auch schon nicht so schlecht, ne? Wenn Betäubung das mit den Sternchen ist. Ich nehme jetzt einfach mal das und dann begeben wir uns auf
Kuru-Yaku-Jagd. Ich könnte das allerdings auch über die Ressourcenzentrale machen. Wo ist denn die hier? Es ist einfach... Da ist sie. Es ist ja alles schön da hier, aber ich habe noch nicht raus, wo die Plätze hier sind, weil über die Ressourcenzentrale habe ich es bestimmt schon. Und es gibt halt extra Materialien, fällt mir da gerade ein. Vielleicht, auch nichts Spannendes dabei. Genau. Das hier ist doch eigentlich gar nicht schlecht, ne? Was ist denn hier die Kondition? Zeitlimit. Eigentlich sieht es relativ normal aus. Hier ist das Zeitlimit deutlich niedriger. Oh, ich nehme einfach mal das hier. Ah ne, erjage alle Ziele. Oh, ne doch. Erjage alle Ziele ist dann doch irgendwie uncool. Wildturmödnis. 50 Minuten, dreimal ohnmächtig. 5 Minuten, ne, dann nehme ich doch lieber das hier. Ah ne, hier sind schon wieder zwei dabei. Pukai, Pukai. Kann ich das eigentlich sortieren? Nach Ziel. Und zwar... Oh, so. Ich habe nur eine Einzeluntersuchung. Aber in 35 Minuten sollte das zu schaffen sein. Dann nehme ich doch die. Ich gehe auf jeden Fall essen vorher. Mit dem Essen habe ich es irgendwie in diesem Let's Play noch nicht so. Fleischgericht. Dankeschön. Angriff hoch, L und Gesundheit plus 30, Ausdauer plus 50. Ist doch erstmal okay. Und dann kann es auch schon losgehen. So, Untersuchungen. Erjage. Wo rennt er denn hier nochmal rum? Ich gehe mal hier hin. So, Kuru-Yaku. Dann zeig mir doch mal, was eine Hake ist, wa? Bereit zum Questaufbruch bin ich, aber das Spiel noch nicht, wie immer. Und jetzt bitte aufbrechen. So. Auf geht's. Wo treibt er sich denn rum? Ich meine, er wird sich... Ach, da ist er ja sogar schon. Sehr schön, sehr schön. Nee, das ist er gar nicht. Das ist ein Barot. Ah, nee, da vorne ist er. Okay, ich wollte gerade sagen, aber meine Spähkäfer sehen schon so aus, als wüssten sie, wo es lang geht. So, mein Freund. Hier bin ich. Oh Gott. Nein. Ach, machen wir es erstmal so. Hauptsache, irgendwas ist empfindlicher. Bam. Oh, da kommt der Barot. Hallo Barot, ich gehe mal lieber hier dem Kuru-Yaku irgendwas hinterher. Wie er auch immer heißt. Er hat so einen komplizierten Namen. Warum müssen die Monster immer so komplizierte Namen haben? Und warum versteckt er sich jetzt genau da, wo ich nicht hinkomme? Es ist echt eine Sauerei. So, einmal wieder auf den Schwanz und er rennt schon wieder weg, oder was? Bleib doch einfach mal stehen. Was machst du denn hier für ein Versteckspiel? Oh, warum liegt er? Oh, und ausgerechnet jetzt kommt der Barot an. Ich glaub's ja nicht. So, Barot. Habe ich dich getroffen? Ne, ich glaube nicht. Zack. Oh, nein. Und voll dem Barot eins aufs Horn gegeben. Ah. Oh, hier liegt was. Ein Barot-Material, sauber. Ein sehr seltenes Barot-Material, durch Brechen der Schlammhülle erhalten. Für bestimmte Ausrüstung verwendet. Okay, mein erstes Master-Rank-Barot-Material, obwohl ich noch gar nicht mit ihm gekämpft habe so richtig. Das muss man auch erstmal hinkriegen. War eben im Vorbeigehen das Barot-Material abgestaubt.
So, Kulu-Julu, bleib mal hier. Wie weit willst du denn noch wegjoggen? Naja, immerhin zweimal getroffen. Und wieder zweimal. Ach, komm. Einmal auf den Kopf. Jo, Worms. So, jetzt ist der Kopf empfindlich. Jetzt muss ich nur mal ein bisschen treffen. Gerade mit meinem Juwel sollte es jetzt extra viel Schaden machen. Aber ich treffe immer nur den Schwanz. Vielleicht sollte ich immer mal den Schwanz empfindlich machen. Und jetzt hat er natürlich den Stein da liegen. Oder ich mosch ihn einmal um. Ist auch erstmal okay fürs Erste. So, ach so, das. Ich kann mich natürlich beim Mountain auch auf den Kopf setzen. Und mein Messerangriff macht er dann auch. Aber eigentlich nicht so viel mehr Schaden, ehrlich gesagt. Und. Boom! So, jetzt kann ich vielleicht ein bisschen auf den Kopf hauen. Aber auch nicht so richtig, glaube ich. Naja, immerhin einmal und zweimal. Ja doch, das müsste sich gelohnt haben. Das auch. Ah nein, jetzt wollte ich mich gerade nochmal draufbocken und ihn hier vielleicht irgendwo vor die Wand jagen. Aber das hat noch nicht geklappt. Aber beim nächsten Mal. Ich probiere es fest. Ich muss ja ein bisschen mehr in diese Clown-Steuerung reinkommen. So. Roms. Hat leider nichts gebracht. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er vor dieses komische runde Teil da rennt, aber irgendwie ist er genau in die andere Richtung abgedüst, weil er anscheinend eh gerade abhauen wollte, der Sack. Ich hätte auch mal... Oh Gott, völlig falschen Knopf gedrückt. Wo ist es denn? So, meine Waffe geschärft hätte ich gerne mal. Und vielleicht nochmal meinen Mantel benutzt. Genau so. Ist er vergiftet? Ach geil, ist er durch dieses Giftzeug gelaufen. Stimmt, hier stehen diese Giftpflanzen rum. Oh. Irgendwie stehe ich hier gerade ungünstig. Dreh dich mal um. Und mitten in die Fresse. Ach, jetzt habe ich leider nichts mehr, um ihn vor die Wand rennen zu lassen. Dafür brauche ich ja Schleuderschüsse. Und die hatte ich gerade nicht. Aber immerhin konnte ich seinen Kopf nochmal empfindlich machen. Naja, so war es bis jetzt nicht gedacht gewesen. Aber nehme ich natürlich auch gerne mit. Worms. Das finde ich echt so geil am Großschwert, ne? Es ist relativ langsam, aber wenn es trifft, dann wächst da auch wirklich kein Gras mehr. Ui. Ich müsste mich auch mal heilen, sehe ich gerade. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Okay, und er rennt schon wieder. Ich würde sagen, dann rennen wir hinterher. Oh, das wollte ich nochmal mitnehmen. Newt, ja, also wenn ich dieses Kostüm vom Kuluyaku, heißt er, glaube ich, fertig habe, ne, sehe ich aus wie ein komischer bunter Vogel. Aber ich glaube, damit muss ich irgendwie leben. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, steht er da so schön rum. Als ich aber von oben hätte drauf springen können, aber er hatte mich dann doch leider direkt wieder gesehen. Drecksack. Oh, was ist das denn hier für eine Falle? Das ist keine von meinen, oder? Ach, das war dieser komische, wow. Dieser komische Kaktusmensch aus dem Witcher 3 Add-on da.
Oder Witcher 3 Event. Warum habe ich eigentlich nur so wenig Megatränke dabei? Aber nice, er ist voll reingeraten, reingerannt. Nein! Und der dritte ging leider vorbei und irgendwas liegt da. Wahrscheinlich ein Material. Ich werde es auf jeden Fall aufsammeln. Vielleicht ist es irgendwas, was ich brauche. Genau reingerollt, ey. So ein Driss. Nein, er wirft mich im letzten Moment ab, der Drecksack. Aber hier liegt jede Menge Zeugs rum. Prachtfeder. Was haben wir hier noch? Nee, nicht den Streuschuss. Das Material, bitte. Und eine Scherbe. Und er hat es direkt wieder verloren. Ah ne, doch nicht. Er hat das Steinchen noch. So, einmal drehen bitte. Bombs. Und vor die Wand geschickt. Geil. Ja, man muss die richtigen Momente dafür abwarten. Man darf es nicht einfach nur spammen. Das haben sie eigentlich echt ganz geil gemacht, finde ich. Aber man muss halt auch erstmal damit wieder klarkommen. Und voll daneben. Hier liegt schon wieder ein Material rum. Aber irgendwie nicht das, was ich brauche. Den Balk oder so brauche ich, glaube ich, ne? Nein! Oh doch, wenigstens am... Oh, 512 Schaden auf den Schwanz. Auch nicht schlecht. Oh. Hätte ich doch noch mehr looten können? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ich habe meine, mein Inventar nicht aufgefüllt nach dem letzten Kampf, ne? Kann das sein? Irgendwie? Ich glaube schon. Und ich heile mich leider nicht mehr selber, weil ich die Valhazak-Rüstung nicht mal den komplett habe. Das in den Z-Bonus, denke ich mal. Das ist auch so traurig. Es war so schön, die Valhazak-Rüstung, aber die anderen Teile, ach, ich habe der dritte Teil, was ich mir gerade gebastelt habe, armormäßig nicht gepimpt. Aber nichtsdestotrotz, die Rüstung hat einfach so viel mehr Armor, das wird die Kämpfe, glaube ich, ein bisschen angenehmer machen. Hast du noch keinen Stein wieder ausgegraben? Junge. Ach, leider nichts getroffen. Boah, Gott sei Dank bin ich da rechtzeitig rausgekommen. Ah, der dritte ging leider auch daneben. Aber man merkt es auch, je öfter sie in so eine Britzelfalle reingehen, desto weniger empfindlich sind sie dagegen und desto schneller kommen sie auch wieder raus. Nicht doch! Ich treffe immer alle Treffer, bis auf den letzten. Aber gut, der ist auch relativ klein, ne? Das muss man auch dazu sagen. Jo, der tat weh. Weil jetzt müsste ich eigentlich nicht mehr so lange gestunt sein, wenn ich mich alles täuscht, oder? Ja, ich glaube das schon, dass das schneller war. Und mitten rein. Immerhin getroffen. Sauber. Oh, schade. Nicht getroffen, mein Freund. Der könnte aber treffen. Was ist eigentlich mit meinem Carlos los? Warum hat er kein Leben mehr? Ah, ich kann meinen Mantel wieder benutzen. Dann machen wir das doch direkt mal. Boah, wie viele Steine willst du denn hier noch aus dem Boden ziehen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Naja, das war jetzt auch nicht so geplant. Naja, immerhin, der hat gesessen. Und der Barok kommt hier wieder an und will mitkämpfen, ja. Naja, diese Gelegenheit gerade hätte ich ruhig nochmal nutzen können. Um ihm auf den Kopf zu steigen. Und den Kopf mal wieder empfindlich zu machen. Schade, da hinten hat, glaube ich, meine Katze gerade eine Falle gelegt.
Aber die kann ich jetzt wohl nicht mehr nutzen. Oh, er ist schon wieder beim Totenkopf. Das ging relativ zügig diesmal, habe ich den Eindruck, oder? Kann ich ihn ja glatt, wenn die Materialien nicht ausreichen, noch ein zweites Mal jagen in dieser Folge. Aber ich habe es ihm auch wirklich ganz gut mitgegeben, würde ich behaupten. Na, das hat leider nicht mehr gereicht. War ein bisschen zu optimistisch gewesen von der Reichweite. Oh, komm, nehmen wir nochmal den Kopf mit. Damit es auch schön lange anhält. Und auch mehr Schaden macht. Oh, guck mal, kriegen wir sogar nochmal hin. Ey, wie geil ist das denn? Wenn man schnell genug ist und die Monster fliehen, kann man diese Aktion quasi beliebig oft machen. Okay, die Klaue gefällt mir langsam, wenn man einmal raus hat, wie das hier alles funktioniert. Und nochmal. Roms, und nochmal. Der arme Kerl, ey, was geht mit dem? Und jetzt kriegt er sie auch noch so ab. Okay, in der Szene hätte ich natürlich auch meine Schläge alle mal aufladen und durchbringen können, vermute ich. Kann das sein, dass sich da einiges an Heilung rausholt aus dem Ei? Na gut. Ich müsste auch mal meine Waffe wieder schärfen. So, habe ich ein bisschen Zeit dafür jetzt. Leider nichts in meiner Schleuder, sonst hätte ich ihn ja auch mal vor die Wand schicken können. Oh nein, es trifft nicht. Aber das... Na, leider der zweite auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Okay, einmal die Waffe wieder wegstecken und neu positionieren. Mann, das war alles nicht so gemeint. Die Kombo war nicht so schlecht, aber trotzdem war sie so nicht gewollt gewesen. Oh, einmal wieder hochheilen, bevor hier noch irgendwie Übleres passiert. Oh, ist der Kopf schon wieder geheilt, oder was? Boah, er ist aber auch zappelig, ey, das gibt's gar nicht. So. Also ich glaube, das ging schon bedeutend besser und schneller als beim letzten Mal. Mal gucken, ob wir unsere Rüstung jetzt vervollständigen können oder ob ich ihn tatsächlich nochmal jagen muss. Aber egal, die Untersuchung hier hat, glaube ich, insgesamt 5 Versuche oder so gehabt, glaube ich. Damit hoffe ich, sollte ich auf jeden Fall auskommen. Aber hier ist natürlich wieder sämtliches Zeugs drin, nur nicht das, was ich brauche. Ah, immerhin, einmal der Balk. So. Na, Honig geht nicht. Honig habe ich immer Max dabei. Baue ich auch gerade an in meiner Farm. Müsste ich, glaube ich, auch mal wieder ernten gehen. So, einen Balk habe ich, das heißt, 2 Belger müssten, glaube ich, noch in der Belohnung. War das der Balk? Ich meine schon, oder? Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir gerade irgendwie nicht. Prachtfedern sind hier drin. Und nochmal 2 Belger. Also wenn es der Balk war, müsste es das tatsächlich gewesen sein. Schon wieder eine Viererscherbe oder eine Viererdekoration. Was haben wir denn da? Einschüchtern. Aber in Viererdekoration schmeißen sie gerade ganz schön um sich. Kann das sein? Barot und... Ach, den Juratodus habe ich auch noch eine Forschungsstufe von erreicht. Nice. Direkt mal abgeben an der Forschungsstation. Aber erstmal Rüstung bauen. Brechen wir in die Rauchreif weiter auf. Ja, ich weiß das.
Aber ich habe mich ein bisschen under-equipped gefühlt, Mädel. Deswegen musste ich hier erstmal was an meiner Rüstung tun. So. Die beiden machen wir jetzt hier mit. Genau, hier ist schon mal ein Vierer-Slot dabei. Zwei Vierer-Slots sogar. So, um unser Vogel-Outfit komplett zu machen. Das Set hat eh keinen Set-Bonus, ne? Deswegen ist es hier eigentlich auch völlig egal, wie ich mixe. Ich könnte auch noch irgendwelche anderen Sachen dazu nehmen von anderen Rüstungen, aber da müsste ich mir das erstmal genauer angucken. So, unser Vogel-Outfit ist komplett. Ich sag mal, ta-da-da-da! Es sieht so herrlich bescheuert aus. Dekoration anbringen, aktuelle Ausrüstung. So, dann nehmen wir erstmal einen der Vierer-Slots und ballern da mal. Ach so, jetzt ist es umgekehrt, weil er zeigt immer das Höchste an anscheinend, was in so einen Slot reingeht zuerst. Und zwar unser Expertenjuwel. Oh nein, habe ich mich vertan? Hä, wie viel Plus auf kritischer Blick macht das denn jetzt? Macht das nur 2 oder was? Habe ich mich jetzt vertan? Da müsste ich tatsächlich nochmal was umschmieden anscheinend. Beziehungsweise nochmal ein Rüstungsteil schmieden. So, kritischer Blick, bin ich jetzt auf Stufe 5. 2, 2, 1. Also Brust und Hose und Schuhe. Oh nein, ey, das ist ja wieder maximal scheiße gelaufen. Habe ich mich jetzt doch... Hier steht plus 4 dran, deswegen dachte ich, es wäre plus 4. Aber es macht anscheinend nur plus 2. Oh, no. Ich gehe davon aus, ich habe jetzt auch keine Materialien mehr, um das irgendwie zu korrigieren. So, da müsste ich wahrscheinlich doch, weil das nur plus 2 bringt, hiervon, aber die letzten 3 Teile bräuchte ich genau umgekehrt. Leute, ey. Das ist super ärgerlich. Das werde ich auch noch machen, aber ich glaube, das werde ich euch ersparen, weil ich hier jetzt einfach mit meiner Ausrüstungszusammenstellung gefailt habe. Das werde ich jetzt offline nachholen und ja, dann in der nächsten Folge wahrscheinlich doch mit dem Set starten, wie ich es dann gerne hätte. Wo wollte ich eigentlich noch kurz hin? Ach ja, zur Forschungszentrale. Die war hier vorne oder hier hinten? Ne, hier hinten war sie. Ach ja. Um meine Forschungsdinger abzugeben. So. Super ärgerlich, ey. Mann, dass ich das nicht gesehen habe oder dass mir das nicht so klar war. Kotzt mich gerade schon wieder ein bisschen an. Jetzt kann ich den ollen Kuluyaku noch ein paar Mal farmen. Oh, er will auch noch mit mir sprechen. Was will er denn? Oh, genau. Dieser nette Schnurtruppler hat mir beigebracht, wie man Miaunster ruft. Jetzt kommt. Hat man einen Miaunster gerufen, kann man aufsteigen und drauf reiten. Ich zeig dir, wie es geht. Du kannst jetzt Schnurtruppmonster mit deinem Palico reiten. Wähle... Truppler tritt Ruf im Objektbalken aus, um ein Monster herbeizurufen und drücke dann neben ihm Kreis, um aufzusteigen. Öffne die Gebietskarte und drücke R3, um ein Ziel festzulegen und automatisch dorthin zu reisen. Du kannst zum Beispiel ein großes Monster mit R3 markieren und dein Schnurtruppmonster wird es automatisch verfolgen. Dadurch kannst du dich unterwegs auf die Jagd vorbereiten. Das ist cool. Während du ein Monster reitest, kannst du wie gewohnt Materialien sammeln, deine Objekte und deine Schleuder verwenden und die Gebietskarte öffnen, aber du hast neue Aktionen zur Auswahl. Ziel festlegen, L3 beim Rennen gehen, L3 beim Gehen rennen. Achso, damit kann man wahrscheinlich die Geschwindigkeit umschalten, vom Monster absteigen, V3
vom Monster absteigen und einen Zugangriff ausführen. Du kannst das Monster nicht direkt steuern. Wenn du kein Ziel festlegst, folgt das Monster Spuren. Die Steuerungsposition findest du rechts oben. Du kannst den Status deines reitbaren Schnurtrupp-Monsters überprüfen, indem du im Startmenü zum Reiter Info gehst, Palico Info öffnest und dann mehrere Male L2, R2 drückst, bis du zur Truppler-Tritt-Info kommst. Wenn du zu lange auf Monstern reitest, werden sie müde. Wenn das Monster sich ausruht, kannst du es während der Quest oder der Expedition nicht rufen und musst warten, bis es sich erholt. Wenn du ein Monster rufst, kannst du es für die Dauer der Quest so oft reiten, wie du möchtest. Ist das Monster beschäftigt, ist es momentan nicht verfügbar. An manchen Plätzen, Lager etc. kannst du kein Monster rufen. Für jede Region gibt es ein eigenes Schnurtruppmonster. Ja, das ist natürlich cool. Das werde ich auch mal ausprobieren beim nächsten Mal. Aber jetzt nicht mehr. Ist, glaube ich, auch vorbei die Zeit. Wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich meine Ausrüstung nochmal so umgeändert haben, wie ich sie gerne hätte. Aber das jetzt zusätzliche Farben, obwohl die Rüstung eigentlich schon vollständig ist, das werde ich euch nicht antun. Deswegen beim nächsten Mal mit ergänzter Rüstung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.